Heute schmiede ich mir mein allererstes Küchenmesser, und zwar einen Halbintegral aus 200 Lagen Damast. Das Video habe ich bereits im Jänner gefilmt und ja, ich habe mir da echt teilweise die Zähne ausgebissen. Vieles würde ich heute anders machen, aber aus den Fehlern kann man ja lernen. Außerdem gibt es in dem Video noch ein Fazit und Verbesserungsvorschläge für meinen selbstgebauten Schmiedehammer. Zuerst geht's aber klassisch los mit Nickel- und Manganstahl. Der häufigste Fehler beim Damastschmieden ist oft die Temperatur. Auch wenn das Werkstück außen hellweiß glüht, im Kern innen kann es zu kalt sein. Deswegen lasse ich meins immer etwas länger in der Esse, man muss aber aufpassen, dass es nicht davonschmilzt. Bei dem dunkelorangen Punkt hat sich eine Blase gebildet, ein typischer Schweißfehler. Aufgrund dessen, dass er aber im Paket ganz außen ist, wird er mit der Zeit durch den Hammerschlag oder später beim Abschleifen sowieso wieder entfernt. Ist also nicht weiter dramatisch. Erstes Fazit zum Hammer. Das erste, was man unbedingt verbessern muss, ist, dass man ihn viel besser montiert. Das geht gar nicht, dass der so herumwackelt. Auch der Amboss gehört unbedingt ersetzt. Der ist nämlich viel zu leicht, wodurch das Werkstück nach dem Hammerschlag wieder in die Höhe gefedert wird. Das macht ein präzises Schmieden relativ schwierig. Hier seht ihr übrigens noch, wie schlimm der Amboss vor der Restauration aussah. Genau so müssen beim Feuerschweißen die Funken fliegen, dann hat man alles richtig gemacht. Ein weiteres Problem vom Schmiedehammer ist die schmale Gesenkform. Dadurch bewegt man zwar viel Material, aber das hauptsächlich in die Länge und nicht in die Breite. Dadurch ist mein Messerrolling viel zu lang und zu schmal geworden, was später Probleme verursacht hat. Hier versuche ich schon verzweifelt, das Werkstück in die Breite zu schmieden, wodurch es wirklich beängstigend dünn wird.
Das Schmieden vom Erl oder der Angel hat hingegen sehr gut geklappt und auch die Kanten zum Halbintegral konnte ich sehr gut ausschmieden. Weil mein Amboss damals noch so bucklig war, habe ich das Messer dann einfach auf einem Stück Baustahl abgerichtet. Meine Klinge war teilweise richtig dünn, nämlich unter einem Millimeter, was dann beim Schleifen echt Probleme verursacht. Nach dem Grobschliff habe ich die Klinge einmal normalisiert, das heißt in der Esse ganz langsam herabgekühlt und dann gehärtet. Heute habe ich zum Glück schon einen Härteofen, damals habe ich das noch in meiner Esse gemacht. Ein großes Stück der Klinge hinten beim Griff fehlt leider, da war das Material einfach viel zu dünn, um das irgendwie vernünftig hinzubekommen. Angelassen habe ich die Klinge im Backrohr bei ca. 200 Grad. Ich schleife übrigens oft mit Siliziumkarbid, das streue ich als Pulver einfach dazu und das hilft wirklich enorm. Nach zwei verhauten Versuchen für den Griff, aufgrund eines zu nassen Griffholzes und ja, 20% ist zu feucht, verwende ich jetzt ein Stück Ebenholz. Mit dem Bandschleifer bin ich echt zufrieden, der funktioniert wirklich top. Ich hatte damals aber noch die falschen Bänder. Jetzt verwende ich Zirkonkorund und wow, das macht echt einen riesen Unterschied. Trotz der ganzen Pannen beim Schmieden und dass ein Stück aus der Klinge fehlt, ist das Messer, glaube ich, ganz gut geworden. Aufgrund dessen, dass ich die Klinge extrem dünn ausgeschmiedet habe, teilweise unter 2 mm, sind die 200 Lagen der Mast auch wirklich sehr, sehr fein geworden. Ich hätte das gerne ein bisschen grober gehabt. Trotzdem ein Wunder, dass ich die Klinge noch als Ganzes so schön hinbekommen habe. Zum Glück hat sich beim Härten und so nichts verzogen. Das, was es soll, tut es, und zwar schneidet es richtig gut. Und ich habe damit endlich ein vernünftiges Kochmesser und es macht auch echt Spaß, damit zu arbeiten. Damit hoffe ich, ihr konntet was aus dem Video lernen. Es ist besser, etwas mehr Material zu nehmen und dafür mehr wegzuschleifen, als sich dafür ewig herumzuärgern. Mit meinem Schmiedehammer bin ich sehr zufrieden. Das Hauptproblem ist noch der zu leichte Amboss und die Gesenkform. Da muss ich mir noch was überlegen. Und eventuell werde ich noch den Hammerkopf tauschen. Drehmoment hat der Motor ja genug. Das Kochmesser war echt für mich eine Herausforderung, vor allem auch aufgrund der Klingenlänge und auf dessen, dass ich viel zu wenig Material verwendet habe. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Anschauen, liken und kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.